Ja, wir wollen heute einen Kürbis schnitzen. Dazu benutzen wir das Profi-Kürbisschnitzwerkzeug von Lika. Das beinhaltet folgende Teile: einmal einen Schaber zum Aushöhlen des Kürbisses, einen Markierer, damit kann man die Schnittstellen markieren, ein grobes Messer, damit kann man dann die Sachen ausschneiden, und noch ein feines Messer für die Feinarbeiten. Ebenso dabei sind Schnitzvorlagen, wie zum Beispiel eine Kohlehexe oder den Klassiker, das typische Kürbisgesicht. Damit wollen wir auch anfangen. Als erstes nehmen wir den Markierer und markieren uns hier oben eine Öffnung. Die sollte mindestens faustgroß sein, damit wir da oben auch mit einer Hand reinkommen können. So, als nächstes nehmen wir das Messer, setzen es rein und schneiden quasi einmal der Markierung entlang das Loch aus. So, dann benutzen wir den Schaber und hebeln den Deckel ab. Nicht das Messer benutzen, sonst könnte es abbrechen. So sieht das aus. Und dann mit dem Schaber den Innenraum freimachen. So. Wenn ihr das fertig habt, dann sollte der Kürbis von innen schön ausgehöhlt sein. Jetzt markieren wir das Gesicht. Dazu machen wir erstmal die Augen. Drei Pünktchen für die Augen. Das sollte reichen. Dann noch eine Nase in die Mitte. Und noch die Stellen für den zackigen Mund. So, wenn das fertig ist, dann schneiden wir jetzt die Sachen aus. Mit dem groben Messer in die Löcher stechen und einfach zum nächsten Loch sägen. Eins, das machen wir jetzt mit allen Markierungen. Innen nach außen, dann die Sachen rausdrücken, falls sie nicht direkt rauskommen. Nase. Wieder von innen nach außen drücken. Und noch den Mund. So, und wieder von innen nach außen ausstechen.
Ja, und so sieht unser Prachtstück aus. Jetzt haben wir hier drin eine Kerze reingestellt. Und jetzt wollen wir natürlich auch zeigen, wie das dann im Dunkeln aussieht. Das sieht dann so aus. Wir finden, es ist sehr gelungen. Mehr Informationen über Kürbisschnitzen gibt es unter kürbisschnitzen.de. Also bis dann.